sind heute wieder hier mit den Cradle-to-Cradle-Talks auf dem Cradle-to-Cradle-Kongress 2018. Neben mir steht Donald Brenningmeier von C&A. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir dich da haben und mit dir sprechen können. Ja, danke schön. Vielleicht direkt zu Anfang. Wie kommst du zu Cradle-to-Cradle? Was findest du, was interessiert dich an Cradle-to-Cradle? Also für mich ist Cradle-to-Cradle eine neue Art, wie wir die Welt betrachten müssen. Und vor 4 Jahren wurde ich angesteckt, durch das Buch gelesen zu haben, Cradle to Cradle, und dann auch mit einem von den Co-Autoren gesprochen zu haben. Und das hat mich dazu bewogen zu sagen, okay, und zu reflektieren, wie können wir unsere Industrie, vor allem in der Textilindustrie, ändern, damit wir auch eine bessere Zukunft haben. Und deswegen bin ich begeistert von dem Thema Cradle to Cradle. Und was ist deine Motivation dahinter? Also was denkst du sozusagen? Es ist ja eine Veränderung. Was motiviert diese Veränderung zu machen? Ja, also vor allem, als meine Augen aufgemacht worden sind, dass es nicht nur darum geht, Sachen weniger schlecht zu tun, sondern tatsächlich auch von vornherein gut gemacht werden können, dann fängt man auch an mit Innovation und neue Möglichkeiten. Und das regt in mir einfach eine Art Lebendigkeit auf. Gleichzeitig würde ich auch sagen, dass wir innerhalb der Familie, aber auch für mich selbst, ein sehr starkes Wertesystem haben. Und das geht dann darum, wie kann man für die zukünftige Generation die Sachen besser machen und die Sachen besser hinterlassen, als die selber so bekommen haben. Und für mich ist das einfach eine Motivation, wo man sagt, immer über die Sachen neu nachzudenken und Sachen anders so hinzugestalten, dass die auch für uns und unsere Zukunft besser werden. Ihr seid mit C&A die Ersten, die in den Massenmarkt mit Cradle to Cradle gehen. Was macht ihr da genau oder was ist das? Erzähl mal, was das ist, was ihr da tut. Also wir haben vor 3 Jahren hiermit angefangen. Das war, erstens gab es ein Zusammenkommen von unseren Unternehmern, wo wir überlegt haben, was ist das Thema von Circularity und Cradle to Cradle. Was bedeutet das für uns? Und dann haben wir gesagt, wir müssen was verändern, weil wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber unserer Industrie, aber gegenüber uns selbst und unsere Konsumenten und alle Stakeholder, um da auch selber was zu machen. Und wir haben dann zusammen mit verschiedenen Partnern und vor allem auch mit 2 Lieferanten in Indien haben wir hart daran gearbeitet, um die ersten T-Shirts herzustellen aus den Prinzipien von Cradle to Cradle. Und das führte zu Innovationen, vor allem in den Nähten, die eingesetzt werden oder auch in den Einnähetiketten, die auch selber aus zum Beispiel Bio-Baumwolle hergestellt werden müssten. Und als wir mit dem Prozess angefangen haben, wussten wir gar nicht, gibt es überhaupt die Möglichkeit, so ein Produkt herzustellen. Und das haben wir über eine 8-monatige Phase letztendlich geschaffen und konnten dadurch auch dann die Produkte letztendlich auch am Markt bringen. Und das hat uns dazu gebracht, zu sagen, ja, okay, es ist möglich. Lass uns jetzt weitere Kategorien untersuchen, versuchen da auch neue, durch Innovation vor allem, das auch zu realisieren. Und vor 2 Wochen haben wir unsere ersten Jeans auch nach dem Cradle-to-Cradle-Zertifizierung auf den Markt gebracht. Ja, und du sagtest, ne, die Schwierigkeit ist, der Konsument muss das auch wollen. Gibt es da die Nachfrage oder ist das wirklich die Hauptschwierigkeit oder würdest du sagen, es gibt andere Sachen, die sind ja, viel challenging? Also ich glaube schon, dass es ist nicht immer einfach, die Geschichte von Cradle to Cradle und die Zertifizierung zu erklären. Heutzutage hat man ungefähr so 5-6 Sekunden Zeit, bis man einen Kunden begeistert von einem Produkt. Und der Auge schaut schnell weg und schaut dann auf das nächste. Und es ist eine Geschichte, die letztendlich nicht so einfach ist zu erzählen und zu erklären. Und wir sind bemüht, dass wir das machen über zum Beispiel unseren Online-Shop oder auch durch unser eigenes Personal in den Filialen, dass wir auch das immer wieder durch Word of Mouth weiter vorantreiben. Und wenn man einmal es verstanden hat, dann ist es irgendwie logisch. Aber bis man dahin kommt und die Zeit, die man hat, um jemanden zu überzeugen von so einem Produkt, das ist schon eine Schwierigkeit, die wir haben. Ja. Wie sieht denn die Zukunft aus? Habt ihr Pläne für die Zukunft, wo ihr hingehen wollt, wie cradle-to-cradle-ig ihr werden wollt? Also wir wollen, also langfristig gesehen, würde ich schon sagen, dass wir uns vorstellen können, dass die gesamte Welt und unsere Industrie und unsere Branche auch komplett zirkulär ist. Aber es wäre Wahnsinn zu sagen, das ist alles innerhalb der nächsten 10 Jahre möglich. Für uns ist es wichtig, dass
das, was wir machen, letztendlich auch beim Konsument ankommt, dass unsere Kunden zufrieden sind mit dem Produkt und dass das auch uns wiederum die Motivation gibt, weiterhin zu machen. Ich hoffe auch auf Unterstützung seitens unseren Mitbewerbern, dass die auch auf diese Reise mit uns mitgehen, weil wir wissen schon, dass wir nicht die Einzigen sind, die das alleine schaffen können. Und für uns ist es nicht unbedingt als Wettbewerbsvorteil zu sehen, wenn wir die Einzigen sind, die nach diesen Prinzipien arbeiten, sondern es geht darum, dass wir eine komplette Gesellschaft und eine Struktur und eine Industrie, die wir selber auch mit aufgebaut haben, letztendlich verändern müssen, damit es dann die Anforderungen der neuen Realität dann gerecht werden. Und der Kunde kann euch dabei unterstützen, indem er konkret Absolut. Natürlich auch die Nachfrage danach stärkt. Also es gibt mehrere Sachen, die meiner Meinung nach vom Konsumenten aus gemacht werden kann. Einerseits sich zu informieren, sein Verhalten natürlich durchzudenken. Ein Konsument muss auch glücklich sein in dem Produkt, was er kauft. Also ein Cradle-to-Cradle-Produkt, was nicht schön aussieht oder nicht gut sich anfühlt, würde ich auch nicht kaufen. Also es muss erstmal ein Produkt, das dem Kunden gefällt. Aber man muss sich auch Gedanken machen über, wo wurde das Produkt gemacht? Was ist die Transparenz, die ich erfordere von einem Unternehmen? Wo kaufe ich ein? Letztendlich, da, wo ich mit meinem Geld hingehe und einkaufe, das kann entscheiden zu denen, die überleben und die auch mitmachen auf diese Reise. Aber wir können uns den Kunden es nicht übel nehmen. Wir haben seit Jahren in unserer Branche nicht transparent über die gesamte Wertschöpfungskette gesprochen. Und wir hatten auch nicht alle Informationen. Und das ist eine Sache, die Schritt für Schritt wieder an unseren Kunden und durch auch Technologie ermöglicht wird. Ja, du bist hier auf dem Cradle-to-Cradle-Kongress auch als Speaker dabei. Wie gefällt es dir hier? Ja, super. Also ich bin seit gestern dabei. Ich finde, es ist eine sehr schöne Mischung aus Leuten aus verschiedenen Branchen. Es ist eine Kombination Studenten, Wissenschaftler, auch Leute, Unternehmer selber. In den Pausen habe ich immer dann direkt mehrere Anfragen bekommen, auch über verschiedene Themen hinaus. Also das zeigt schon die Vielfalt. Was sich ausmerkt an den ersten zwei Tagen bis jetzt, ist die Energie, die hier einfach steckt. Das ist eine Sache, die auch wiederum in mich auch wieder weitere Motivation gibt, um weiterzumachen in diesem Bereich. Ja, sehr schön, dass du da bist. Hast du noch was du unseren Ehrenamtlichen mitgeben möchtest? Die mehr als 700 Ehrenamtliche, die sich bei uns engagieren. Ja, ich würde sagen, also es gibt mehrere Beispiele von Cradle to Cradle, die jeden Tag wieder neu aufkommen. Bleib an diesem Thema interessiert und eigentlich ist es ein sehr leichtes Thema, um andere Leute anzustecken. Und ich glaube, dass die Ehrenamtlichen, wenn die jetzt auch nochmal nachdenken, jedes Mal über, wieso mache ich das oder wieso kaufe ich das oder wieso tue ich das, und das in den Gesprächen mit dem Umfeld, in dem man eigentlich wohnt, dann anspricht, und das kann sehr klein sein, dann können wir letztendlich einen Schneeballeffekt bekommen, die mehrere Leute dazu zwingt, darüber nachzudenken, neue Innovationen zu kreieren und uns als Gesellschaft und auch als Firmen weiterzuhelfen. Und herzlichen Dank auch für die Arbeit, weil es hilft uns auch als Unternehmen. Dankeschön. Danke, Nora. Für das Gespräch. Und ja, danke, super. Dass du da bist. Ja, danke schön, Nora. Klasse. Danke.